Weil wenn es zuerst am Screen weggeht, dann ist das Screen das Problem. Dann muss ich das irgendwie anders zusammenbauen. Ich weiß nicht, was ich früher gemacht habe, damit es geklappt hat. Aber das ist es offensichtlich nicht. Das ist es offensichtlich nicht. Ich werde immer zweimal getroffen. Slashen nächstes Mal. Ich sag dieses Mal, beim nächsten Mal slash ich und dann bist du auch wieder nicht. Thank you.
Der D-Boost. Alles so gewollt. Hätte ich kommen sehen sollen. Darf man so, warum laufe ich eigentlich nie oben lang? Und so, ja, darum. Darum laufe ich da nie oben lang. Ich erinnere mich. Weiß nicht, funktioniert. Ich glaube, die Ratte ist ein bisschen netter als das vorhin. Ja. Oh, aber die ist ein bisschen in der hohen Summe. Rats, please. Einfach zusammenklumpen. Ja, wenn der Mace Guard besser ist, das noch unter 16 Minuten dran. Aber der Mace Guard ist halt ein Riesenproblem und da noch sehr unoptimal. Was schade ist, dass natürlich der vorhin sowohl einen schönen Eastern als auch einen schönen Desert gespielt. Der Hera war scheiße, also ich habe ein paar neue Sachen geübt. Und unter anderem Sachen in Hera. Und die habe ich halt versucht und die ging schief. Aber ich muss halt irgendwann mal versuchen. Ne? Wenn ich trainiere und es dann nie benutze, dann. Wenn ich es niemals im Run selbst versuche, dann fehlt mir natürlich komplett die Übung. Also ich muss ja auch in der Drucksituation das können, nicht nur in einem Vakuum, wo ich dann einfach dann immer wieder respawnen kann und dauernd das probieren kann. Ich habe versucht, den Beetle-Raum schneller zu machen. Ich habe versucht, den Bombjump ohne Schwert rauszuhalten, was, glaube ich, wenig Zeit gewinnt. Der Beetle-Raum ist schon optimierter, so wie ich ihn jetzt mache. Ich habe Lynn Molas geübt, ich habe Blind geübt. Bombjump geübt. Ich habe Hammersaw geübt mit Hammer. Aber das ist mir noch zu risky, da bin ich noch zu unsicher. Seine gibt mir das Mega-Pattern irgendwie so. Ich merke, ich habe Zeit, dann will ich schon Hammer benutzen, aber wenn ich merke, es ist irgendwie Trouble, dann lass das lieber mal, weil da stirbt man zu leicht. Könnte ein bisschen hoch sein, Glück gehabt. Vielleicht bin ich ein bisschen zu weit oben jetzt. Böses gehört. Rech. Jackie, es hat dich gebraucht, schätze ich mal, aber better be safe than sorry. Jetzt habe ich gerade keine Lust auf ein Reset.
wahrscheinlich fein gewesen. Zu viel. Aber erstmal war dann gut. Der BK's Gewalt ein bisschen zu. Sind so mehr, da haben kein Gold, aber immer noch schneller als davor. Mal stehen bleiben. Kurz Angst, dass ich an den Busch bonke. Read a book. Ich damage genommen in den Dungeon, ich weiß nicht mehr wo. Ich glaube, ich hatte irgendwie so einen I-Beam erwischt. Beamo? Heißen sie Beamo? Ich weiß nicht. I-Beam.
Der Laserdude erwischen im nächsten Raum. Das war. Und dann auch noch irgendwas anderes, meine ich. Ja, der hat mich in die Tür geschossen, glaube ich, irgendwie sowas war's. Nedig. Hab mich der verwischt. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Ich glaube, das Training sich ausgezahlt hat. Ist okay. Die müssen es alle kurz vor Sterben sein, das ist echt ungeschickt. Ja. Der ist auch ganz direkt davor. War nicht so geil. Der Anfang sah besser aus als der Rest im Kampf. Die zwei Hits an dem einen haben keinen Payoff gebracht gegen Ende hin. Was schade ist. Aber trotzdem Gold mit 20 Sekunden, war trotzdem richtig gut, deshalb für mich. Es ist halt ein Unterschied, der jetzt mittlerweile einfach von der, wie kann man sagen, ich habe wenige Sorgen bei den Molars, ich weiß mehr, was ich tun muss mit den Pfeilen, ich stehe anders, ich einfach, glaube ich, die Zuversicht zu haben ein bisschen, hat schon geholfen in dem Kampf. Oh. Der Sache nicht getraut. Wenn ich jetzt noch die beiden Sachen hinbekomme, die ich in Hera geübt habe, dann bin ich happy. Für Light World. Der Beetle-Raum ist schon ätzend. Und der andere Bombjump. Der spart halt echt kaum was, aber es ist halt der erste Schritt in den schnellen Bombjump. Das heißt, irgendwann muss es halt sein. Daumen drücken einfach. Den Beatle-Raum habe ich noch nicht ganz hinterstiegen, was da, wie ich da laufen muss und wann ich slashen muss. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Jetzt habe ich da, warum der so wonky sein könnte, noch. Da habe ich so ungefähr die Ahnung, aber mehr auch nicht.
ein guter Ascent. Guter Death Mountain. Soweit. Schön. Hatten wir Glück, dass das dass einer der Drogue aus dem Weg ist und dass die Kohlköpfe mir gnädig waren. Nicht. So. Beetle-Raum. Ach, der Classic, ey. Alles lief gut, aber ich habe den einen Topf nicht aufgehoben bekommen. Den rechten Topf aufheben und nach oben werfen ist so schwer, weil man kann ihn nur von oben aufheben und nicht von der Seite. Wenn man so ein bisschen off-center steht, kriegt man ihn nicht. Naja. Vielleicht kriegen wir dafür den besseren Bombjump hin. Der war jetzt nicht wirklich schneller, aber ich muss mich halt dran gewöhnen. Ich hätte beim ersten Mal schon richtig gestanden, aber ich habe nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt. Holy f... Ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen, dass es passiert. Ich hab's kommen sehen und ich konnte nichts dagegen tun. Das war das Schlimmste. Ganz schlechter Catch. Und da geht die Zeit hin, die wir gewonnen haben. Naja. Machen wir nächstes Mal einen besseren Hera. Gibt es erstmal größere Projekte in dem Run, die noch angegangen werden müssen als das. Das ist schon okay. Menuing zum Beispiel ist so ein Ding. Menuing.
Wups. Rashaki, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Ich bin nicht sonderlich gesprächig heute, da ich crankle. Es geht mir schon besser als gestern. Aber ich bin auch mehr unter Medikamenten als gestern. Das heißt, wenn ich energielos wirke, dann liegt es daran, weil ich keine Energie habe. Es tut mir also sehr leid, wenn dass er wenig öde wirkt. Da habe ich mich nicht getraut, nochmal zu dashen, weil ich nicht wollte, dass ich da in den Baum reinrenne. Genau so nämlich. So, es ist nicht drugged. Also es sind keine harten Mess. Es ist ich glaube, sie wirken aufpushend. Soweit ich weiß, ist halt so Anti-Erkältungs-Shit. Gegen ein bisschen Fieber. Fieber habe ich, glaube ich, keins gehabt. Ich hatte Mittwochabend Fieber ein bisschen, aber es hielt sich in Grenzen. War alles okay. Nächte sind ekelhaft. Ne, ich kann schlafen ist ähnlich wie ersticken momentan. Wow, die wollen es jetzt richtig wissen. Kannst du das bitte lassen? Ich laufe dann auch durch jetzt. Mit denen los, ey. Was ist diesen Raum hier? Boah, dass mein Dash irgendwie jetzt nicht rausgekommen. Habe ich zu früh gedrückt. Oh, schade. Braucht 3 Hits, okay. Ich dachte, wir brauchen 4. Na gut. Ich glaube, in der PB, die wir da gespeichert haben, hatte ich doch diese unglaublich vielen Blue Boys, oder? War es die? Ich weiß es nicht mehr. War der Gen so richtig scheiße? Ich habe keine Ahnung mehr, wie es abgelaufen ist. Oh, be gone. Be gone, fort. What?
Oha, oha, oha. Das ist schön gewesen. Oh, nice. Ein Ticket. Hatte die PB den krassen Pass of Darkness, wo ich 10-mal hin und her laufen musste, weil ich rausgemirrelt habe, anstatt zu bomben, war es der. Ich weiß ja, wir den Run abgebrochen haben, wo ich da so megamäßig mich hin hätte teleportiert wie so ein Bastard. Das Gute ist, durch das ich bei Lemos keine Bomben benutzt habe, haben wir echt viele Bomben übrig jetzt. Dann muss ich vielleicht nicht mal den hier zuerst holen, weil ich genug Bomben habe, dass ich das so machen kann. Das wollte ich nicht. Logischerweise. Nee, ich habe deine Schlüssel nicht. Dann kann ich nicht den zuerst da oben holen. Doch. Geht doch. Warum mache ich das nicht sowieso? Warum mache ich das in dieser Reihenfolge? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay, suchen wir das. Das haben wir geübt. There we go. Ah, bei dem einen Buffer hätte ich gleich schon Spiegel auswählen können, der war gratis, eigentlich. Mhm.
zu spät. Da war ich schon, glaube ich, in der Kollision. Da offensichtlich auch. Sexy Statue. Ups. Was ich auch geübt habe, ist der Raum mit diesen, mit den Mumien in Skullwoods, die mir so Probleme macht. Also ich habe nicht nur die spaßigen Sachen geübt, also die coolen Glitches, sondern auch wirklich Sachen, die sinnvoll sind zu üben. Stopp, was tue ich? Muss gar nicht wechseln. Da habe ich ja mir die Leben, die Herzen geholt, dass ich eben nicht hier das Menü aufmachen muss. Wups. Alright. Ärgerlich. Fast. Beim letzten Mal habe ich mich nicht getraut zu hämmern, aber zwei Hammerhits reinbekommen. I take it. Zwei Hammerhits haben wir reinbekommen. Da habe ich unglaublich gute Tipps von Blunt Bunny bekommen, wie ich mich... Also wie man diesen Hammerhit leichter macht. Man richtet das Schild von Link zentral auf die Maske von, auf das Auge von Hammersaw aus. Und sobald man dann hämmert, sobald man Y drückt, in ihn rein, hält man nach rechts oben gedrückt, um die Hitbox ein bisschen in die Richtung auszudehnen, wenn es Sinn ergibt. Warum es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es macht es um einiges einfacher. Thiefstone habe ich nichts richtig geübt. Ich habe Blind ein bisschen geübt. Aber krass, trotzdem besseren Bombjump, also den Double Jump und den besseren Hammersaw war, ist kein Goldsplit. Krass. Aber gut, der Bombjump wird ja auf Dauer auch nur schneller. Also umso öfter ich das mache, umso sicherer werde ich und. Ich hab einmal Spiegel verschenkt. Also einmal Menü habe ich zu oft gemacht, dann habe ich einmal zu viel Menü aufgemacht im Ding. Im Keller. Das heißt da. Aber schön zu wissen, dass ich auch ohne diese Hubs, ohne diese Tricks schon relativ einen soliden POD hatte. Wupp, ich wollte erstmal lieber aus dem Weg gehen. Ich nie wusste, damit er mich vielleicht sniped mit seinen Mistgabeln. Beim ersten Versuch direkt Flöte. Richtig gut. Okay.
Ich hab vergessen, das Schwert rauszuhalten. Duck Duck Goose. So, ich greife die einfach direkt an, weil ich weiß nicht mehr, wie es schnell geht und die letzten Male habe ich mich immer von denen zerreißen lassen, also ich bin mir auch immer sicher, boah, meine Hände werden kalt, das ist schon natürlich ein Problem von der Erkältung, an dem ich es nicht gedacht habe, dass meine Hände natürlich unglaublich eisig werden nach einer Zeit jetzt hier. Ich sollte erstmal kurz auf Final Destination ein paar Handwarmer machen vielleicht. Puh. Wenn er mal da rumchillen, der Dude. Thank you.
So, dann werden wir mal sehen, ob sich die Trainingsrunden blind ausgezahlt haben. Okay, es war. Die Treffer waren unnötig, aber haben es nicht langsamer gemacht. Das war. Aber ist okay. Normalerweise sollte ich nicht getroffen werden. Es war allgemein ziemlich gutes Segment. Also, ich glaube, es könnte Gold werden. Es hat sich sehr gut angefühlt, alles. Da war sehr viel dabei. Es war Heldash dabei. Ich habe nirgendwo großartig anhalten müssen wegen Gegnern. Ich habe den Pilz relativ schnell bekommen. Das Pulver schnell bekommen. Alles in allem halt zufrieden. Blind lief gut. Naja, schau mal. Cool. So, Skullwoods gleich. Ich habe versucht, den Raum mit den Fackeln zu optimieren, so gut es geht. Ich glaube, die Methode, die ich mache, ist schon okay für mich. Ich habe, wie gesagt, versucht, den Mumienraum besser zu machen und zu lernen. Da bin ich jetzt ein bisschen mehr confident. Das könnte sein, dass das besser läuft. Muss ich schauen, natürlich. Das Gute ist, wenn er schief läuft, kann ich immer noch heilen danach. Aber versuche es einfach mit mehr Selbstbewusstsein zu machen, diesen Raum. Weil ich glaube, viel oft, wenn ich getroffen werde, liegt auch daran, dass ich halt einfach an mir zweifle, ob ich das Movement mache oder ob ich um Panik bekomme. Ich schätze mal, wenn es irgendwie einfach sicherer ist, dann wird es schon werden. Less RNG. Okay, Stunde der Wahrheit. Let's go. War es nicht super geil, aber war okay. Thank you.
Ich habe mir auf jeden Fall mit wesentlich mehr Selbstbewusstsein gemacht und hatte keine Angst vor den Mumien. Das klingt so. Ich hatte keine Angst vor den Mumien. Wie so ein Kind, aber. Naja, die sind halt scary. Alright, let's go. Der war gut. Der Raum war gut. Das war nicht so geil. Ich dachte, da hinten wäre ein Ding drunter, eine Fairy, aber das ist nicht der Fall. Oh, warte, ist da oben nicht ein Ding drin, eine Fairy? Oh mein Gott, beim Menuing. Nein. Ah, das war leider das langsam am Ende, weil ich gepankt habe. Aber es muss ich halt das Ganze hier ohne viel Schaden durchstehen. Oh, ist gut, ist gut. Oh nein. Könnte böse enden. Langsam machen. Gucken, dass mich Smetbo nicht mit Konfusion trifft. Boah, war super langsam am Ende, aber ich muss safe spielen jetzt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich wesentlich mehr Zeit verloren. Hätte ich wesentlich mehr Zeit verloren, wenn ich jetzt das falsch gemacht hätte. Okay, das heißt, meine letzte Chance auf eine Fee ist der Wirbel in dem Raum vor dem Mixed Bag. Aber Bosskampf war ätzend. Mumien fand ich gut. War ich zufrieden mit. Ja, hab Zeit verloren im Segment jetzt hier. Leider. Egal. Okay, dann holen wir jetzt Quake und Flippers. Den wollte ich nicht hochheben. Hier muss ich mal gucken, was da der schnellste Weg ist. Da freestyle ich bisher immer. Cold Stare habe ich auch geübt, ein bisschen. Ich kann es aber noch nicht im Poke Dash, aber ich habe ein bisschen was geübt. We'll be right back.
30 Pfeile sich gerade. Nice. Gut. Sick. Take it. Der war gut. Die Bombshops waren shit, aber der Cold Stair, mit dem bin ich zufrieden. Für nicht Pokédashes war das ziemlich okay. Vielleicht kann ich da wieder die 20 Sekunden reinholen, die wir eben verloren haben. Schwierig, aber vielleicht. Mm.
wo kommt jetzt Aoife und Ice Rod? Oh, wir holen nicht ganz die Zeit dran, aber ein bisschen holen wir da rein. Ah, wir haben sie da reingeholt, nice. Cool. Das zweite Mal, dass sich der Berg benommen hat. I like. Ich trau den Like-Likes nicht. Nee, sind keine Likes, das sind. Tektites? Like-Likes sind die Puddings. Stacks of Pancakes. So, Buch lesen. Ich glaube, ich habe Meyer falsch geschrieben. Nur noch die Splits ändern. Das heißt auch nur Hera, nicht Heras. Weil es ist nicht Heras Tower, sondern Tower of Hera. Im Englischen. Get fucked, Krabbe, ey. Ich glaube, da habe ich richtig viel Zeit verloren beim letzten Mal, ne? Ich glaube, da sind wir gestorben bei Argus. Bei Atris. Ich meine, es lief auf jeden Fall nicht so geil. Habe ich das umgelegt, den Schalter? Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich den Schalter umgelegt habe. Heißt blau, dass die blauen Packs unten sind, dann ist es richtig. Thank you.
Ob ich es jetzt schaffe, diesen Stein da drauf zu legen, ohne 10.000 Mal herum zu scrollen. Bin extra außen rumgegangen, nur zur Sicherheit. Okay, Vitrius, das habe ich auch geübt. Hoffentlich klappt es. Okay. Ich hätte auf der rechten Seite noch mich einmal mehr trauen können, theoretisch. Weil da war noch ein bisschen was drin, auf der rechten Seite. Aber klar, im Vergleich zum letzten Mal, wo ich gestorben bin, dann falsch reingelaufen bin, da raus mehr musste, ist da einiges an Zeit drin. Was besser geworden ist. Das ist richtig brutal jetzt. Da ist halt viel Zeit. Klar, da bin ich gestorben und alles. Das war abzusehen, dass das zeitlich jetzt so aussieht, war fast klar. Also ich freue mich natürlich, weil es ist auch ein Goldsplit. Aber das, wenn ich jetzt bei dem Zeit verloren hätte, dann im Vergleich zur PB, dann hätte ich mich stark gewundert. Also ohne Tod. Da hätte schon sehr viel schief gehen müssen. Kleine Schweinchen wollte mich gerne abstechen und hat es auch geschafft. Einfach mal nicht schaffen, den Ding zu drücken. Oh. Plus. Ich habe bei Argus geübt, diesen Quick Kill zu machen. Aber da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Das würde ich mal noch auslassen. Thank you.
Ups, da muss ich hin. Was soll ich machen? Das war eigentlich unvermeidbar. Ärgerlich. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie die funktionieren. Oh, auf Negative Edge? Weiß es nicht. Ich dachte, wir haben was drin, was ich brauche. Ich glaube, jedes Mal denke ich das, ne? Oh, meine sind so kalt. Jetzt wir versuchen es bei Argus einfaches Mal. Ich habe erst vorgesagt, dass es sinnvoll wäre, dass ich die Sache nicht übe, auch anbringe. Da ich es sonst ja nicht üben kann. Okay, das heißt, wir halten das Schwert. Okay, war falsch. Mal die Slow-Variante. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt nicht sterbe. Oh.
Ja, aber der war nicht so gut, der Bosskampf. Allgemein, auch da waren ein paar Fehler im Dungeon, also Gold wird der nicht werden. Ich kam nicht durch den einen Block durch, dann bin ich gebonkt, als ich an dem Hebel ziehen wollte. Der Argus-Kampf war eher meh. Aber noch sehe ich keinen Countdown, also noch könnten wir Gucci sein, was aber das ist, glaube ich, der längste Text, ne, von allen, glaube ich, der hier. Okay, schauen wir mal. Doch, 6 Sekunden. Was? Dann war aber mein bester Swamp bisher echt scheiße, also. Sind hier nicht ein paar Stellen in der PB drin, wo mir die Viecher bösartig in den Weg reingerannt sind? Ist im Weg. Hat sich gelohnt. Der Klassiker. Aber der eine Poki könnte mir, glaube ich, ein Ding geben, eine Fee. Weil weder der Blue Mace Guard in Aghanims Tower als auch der Mini Hammer Sword auf der Bombenbrücke hat mir eine Fee gegeben. Das heißt, mal schauen. Ich habe mir auch überlegt, die Schnellmethode zu machen in den Roller, im Rollerraum. Aber ehrlicherweise weiß ich nicht mehr, wie die Schnellvariante geht. Ja. Eine fehlt noch. Ja. Das Problem ist, fehlen ist hier nur so halb richtig, weil es ist so, dass diese Gegner eben Gegner sind, die den Fairy Prize Pack haben. Und natürlich ist aber trotzdem auch nur 50-50, ob sie den droppen. Das heißt, das müssten wir jetzt gleich herausfinden. Ich nehme jetzt einen Hit. Das ist ein bisschen weniger Leben, als ich wollte jetzt, merke ich. Das war gar nicht so schlau. Kann nämlich nur ein Hit der Hunde überleben jetzt. Zwei Hits töten mich. Okay, schauen wir mal. Ob wir den Fairy Drop bekommen. Ne, aber ein Herz. Das Herz könnte helfen. So, okay. Das war nicht geil, aber es war okay. Ne, ich nehme hier keine Fairy. Ich nehme die Fairy unten, weil das beschleunigt das Ganze sogar noch ein bisschen. Ich nehme die Fairy in dem Raum. Wobei, in dem Fall nicht. Ich dachte, ich krieg den noch, bevor er mich trifft, aber dem war nicht so.
Meine Damen und Herren, wir haben ein Problem. Oh. Das war natürlich bland. Alles nach Kalkulation. Nein! Das ist schlecht, ich bin falsch abgebogen. Time Loss, Damage und wahrscheinlich auch aus dem Cycles raus. Naja, egal, das ist jetzt so. Shit. Stopp, okay, ich muss ganz kurz überlegen. Shit. Aber er hat ordentlich Zeit verloren. Ärgerlich. Schade. Super unsauber. Ja, ich hätte nicht improvisieren sollen. Ich hätte einfach nochmal den Item Dash machen sollen. Nein. Böser Kopf. Auch böser Kopf. Kein Quick Kill. Und vielleicht sogar tot, wenn ich mich nicht richtig anstelle. Oh. Ja, leider habe ich da jetzt ein bisschen Federn gelassen in dem Dungeon. Das Ende war nicht so geil. Ja. Wo habe ich die Zeit verloren? Ich habe die Zeit verloren in dem Dark, in dem dunklen Raum mit den Plattformen, die sich bewegen. Ich habe den im Raum vor Hellmaster habe ich Zeit verloren. Wow, das ist so viel, war ich nicht gedacht. Ah doch, 3 Sekunden, okay. Das geht jetzt noch weiter, eine Minute oder so. Ja, das ist verständlich. Das war abzusehen.
Aber da machen wir einfach einen guten G-Tower jetzt. War ich kurz besorgt, dass mich der Lionel abschießt. Fuck! Das hat mir primär meinen Pfeilcount verhauen, das ist ein Problem. Natürlich war es auch langsam, aber ich hätte gerne die Pfeile behalten. Naja, damit wir die Kiste sparen können. Sprinten? Nein, heute nicht. Das war der längste Weg zum Spiegel vom Bogen, den ich hätte nehmen können. Pfeile? Nein? Okay, halt nicht. Rude. Pfeile sind nicht viele. Hm.
Oh. Ärgerlich. Warte mal lieber einen Cycle ab. Ich trau mich sonst nicht. Jetzt brauchen wir die Magie da oben, weil ich verkackt habe. Ich wollte keine zwei Bomben legen, wirklich. Am letzten Mal hatte ich einen richtig guten Aghanim. Boah, ich verliere jetzt schon Zeit. Krass, mein letzter G-Tower war echt krass. Okay, machen wir jetzt einen richtig krassen Aghanim, ey. Richtig krassen Gern, let's go. Let's go, boys. Richtig krasse Gern incoming, ey. Let's fucking go. Wow, ihr bei jedem Mal eine Fledermaus macht. Mich verarschen. Let's go. Let's fucking go. Das ist nicht Link's Awakening. Okay.
Jo! Jo, das ist nicht... Das ist gerade eine komplette PB. Das ist die beste Zeit, die ich jemals gespielt habe. Ja, Sub 1,40 hatte ich schon, aber nur 1, also 1,39 war die PB bisher. Yo, let's go! Bin done, ey. Zitter. Danke, Gage. Der Gen war dann nicht so geil, wie ich gehofft habe. Ich habe ein paar verpasst. Das war der beste Gen, den ich bisher jemals gespielt habe. Sieht man da auch 25 Sekunden in meinem besten Gen bisher. Es hat viel gebracht, dass ich mich langsam traue, den mit Fire Rod zu machen. Habe ich es geschafft, Wack zu cutten? Safe. Es gab einen Zelda-Speedrunner mit dem Namen Wack. Das war früher der, vor der großen Revolution, der beste Speedrunner für Zelda, bis Crystal kam und alles auf den Kopf gestellt hat. Wo ist mein fucking Mauscursor? Ich möchte kurz gucken, ob ich es geschafft habe, weg zu cutten jetzt. ALTTP cut the wack. Ich finde auch die Zeit von ihm nicht mehr. Mal gucken, ob ich das irgendwo noch stehen hatte, was mein Goal war. Ich glaube 1,36 irgendwas ist Cut the Wack, das heißt, habe ich nicht ganz geschafft. Auf jeden Fall war das früher mein Ziel. Ganz früher. Mittlerweile ist unter 1,30, ja. Also Sub 1,36 war das Ziel. Mein letztes. Oh, cool. An sich bin ich mit dem Run sehr zufrieden. Turtle Rock war ein paar Sachen, durch die nicht so geil waren. Aber alles in allem war das rundum solide, finde ich. Also es war... Das kann man sich schon mal angucken. Der Meier war gut, ja. Meier war wirklich gut. Aber Meier war nur so extrem gut, weil ich davor auch mehrmals gestorben bin im Meier.
Also in dem Ding davor bin ich in Maya ein paar Mal gestorben, dann war er so extrem gut. Was sich gut angefühlt hat, waren Desert waren gut für meine Verhältnisse. Ich fand POD auch gut, weil ich eben den Doppelbombjump drin hatte. Das fand ich schön, dass ich ein Video habe, wo das drin ist. Ice Palace, Cold Stair war gut. Bombjump war langsam, leider. Was vielleicht eh bald hinfällig ist. Thiefstorm fand ich gut. Thiefstorm war Goldpixel drin. Einigermaßen schneller. Blind war drin. Skullwoods habe ich ohne Hilfsmittel den Moominraum gespielt. Der Mordwahlkampf war nicht so geil. Turtle Rock war der. Ich muss den Walzenraum lernen. Unbedingt. Ich habe viel gepanikt an der Einstelle, als ich fast tot war. Das hat Zeit gekostet. Dann dieses Wegsperren im Raum vor, zwei Räume vor Trinex. Trinex an sich war okay, leider kein Quick-Kill. G-Tower war okay, der Ice Armors war nicht geil. Das heißt, da ist viel Zeit drauf gegangen. Aber an sich bin ich rundum zufrieden momentan, vor allem für das kurze Derusten wieder. Und ja, das ist krass, weil als ich damals die 1.39 gespielt habe, da dachte ich schon, ich bin an der Grenze von dem, was ich momentan leisten kann in dem Spiel. Und natürlich ist es noch 7 Minuten davon entfernt, wo die Top 100 sind mittlerweile. Aber mein 1.37 in diesem Spiel ist schon okay. Alright, guys, ich muss mich jetzt hinlegen. Das habe ich meine letzten körperlichen Reserven habe ich jetzt aufgebraucht, um diese PB zu spielen, gefühlt. Oh, danke fürs Zuschauen. Falls ich heute Abend fit bin, streame ich heute Abend noch ein bisschen. Behalte Twitter im Auge und so. Und je nachdem, ob Tulu Bock hat, streame ich morgen mit ihm ein bisschen Grand Blue Fantasy. Und ja. Danke fürs Dabeisein und fürs Mitfiebern.